Hallo, ja, mein Küken, damit recht herzlich willkommen auf meinem Rösti-Kanal und zu einem kleinen, nennen wir mal wieder Vlog, ne? Kam ja gestern schon einer raus, wo ich euch mein Leid geklagt habe und heute schauen wir mal in die Kommentare und schauen mal, was passiert ist, würde ich mal sagen. Vorab möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinem Unterstützer, dem lieben Piwi, bedanken. Auch ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr wollt oder könnt. Wenn ihr Lust und Laune habt, wenn ihr zum Beispiel Mitglied werdet, wird mir sehr helfen und ich würde mich darüber freuen. Ansonsten schau mal in die Kommentare auf meinen Vlog von gestern. So, da sind hier die Kommentare. Erster Kommentar auf mein Video. Vom lieben Gamers, mein Freund aus der Steiermark. Grüße. Vorab möchte ich euch mal noch kurz sagen, ich habe ja auch euch das vom lieben Franz geschildert, den ich hier nochmal schön grüße. Selbst er hat mir heute eine Antwort gegeben. Ich weiß, er hat immer viel zu tun mit seinen Videos und mit seinen Kommentaren und seinen ganzen Projekten, wo er da hat. Und er möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Antwort, für eine lange Antwort. Aber das ist genau das, was er in seinen Videos sagt. Er hat zwar meine E-Mails gelesen, meine E-Mail gelesen, und vielleicht auch verstanden, aber auch nicht so richtig. Er spricht immer nur davon, diese Standardsprüche von, ich muss mich darauf konzentrieren und es gibt immer irgendwas. Nein, er kann sich ja nicht in die Lage versetzen. Er soll mal herkommen. Er soll herkommen. Ein Tag mit mir. Ich zeige ihm meine Kontostände, ich zeige ihm alles und dann soll er mir sagen, auf was ich mich noch konzentrieren soll und mich freuen soll, oder? Er hat halt gemeint, ich soll nicht aufgeben und es wird schon, weil das 0815 Standard, ja, hier Streichlein halten, es wird schon. Es ist so gut gemeint von ihm, aber wenn man selbst noch nie in dieser Situation war, ist immer leicht hier einem Streichlein halten zu geben, weißt du, wenn es einem gut geht. Aber vielen Dank, Franz, für deine Antwort. Hat mich riesig gefreut und ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute. So, dann lesen wir jetzt mal hier. Erster Kommentar auf dem Video von mir, vom lieben Gamers. Er hat geschrieben, würde ja so gern Mitglied werden. Aber du weißt ja, meine gottverdammte Karte wird nirgendwo angenommen. Beantworten tue ich sie nachher. Ja, die Karte. Aber es freut mich, dass er mir eine Antwort gegeben hat. Und er hat dann irgendwie so, ich weiß nicht, wie es in Österreich läuft, ich weiß es nicht. Aber normalerweise kann man das ja auch, haben die Menschen kein Konto heutzutage. Oder geht es nicht mehr mit Konto? Ich weiß ja nicht, wo das funktioniert. Ob das abgebucht wird oder ob man das vorab bezahlen muss. Ich weiß ja nicht. Aber auf jeden Fall hat er mir eine Antwort gegeben. Und ich kenne sein Problem mit dieser komischen Karte. Ich weiß ja nicht, was die Leute machen. Aber die Gamers, wir kennen uns schon seit Beginn von YouTube, kennen wir uns und es. Gamers, das. No problem, no problem. Oh, vielen Dank für deine Antwort. Es freut mich. So, wer hat noch geschrieben? Zweiter Kommentar. Vom lieben Lester, den ich hier schön grüße. Ja, er schreibt, ja, du hast recht, Rosti. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Aber Rosti, ich bin immer am Start für dich. Direkt helfen kann ich dir ja nicht, wie du weißt. Nein, weiß ich nicht. Weil soll ich das wissen? Hast du schon mal gesagt, dass du nichts hast? Du arbeitest ja, ich meine. Dass es dir schlecht geht, hast du noch nie erwähnt. Ich kann mir ja nicht alles aus den Händen saugen. Ich bin zwar das allwissende Orakel, aber so. Aber da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und
Ich weiß, er hat halt immer kleine Probleme oder etwa größere Probleme, vor allem auch mit dem Job, weil er hat keinen einfachen Job und aber jetzt weiterlesen. Aber vielleicht als kleine Motivation nicht aufzugeben mit YouTube. Dieser Spruch, nicht aufgeben, es sagt sich immer leicht. Ich werde mit YouTube nicht aufhören, solange ich lebe. Das tue ich mit Sicherheit nicht. Das kann ich euch versprechen. Und wenn ich ein Vlog mache oder einen Livestream, wo ich da liege und am Abkratzen bin und ich mich nicht mehr bewegen kann, ist mir egal. Aber mit YouTube höre ich auf, erst wenn ich wirklich mausetot bin. Wirklich tot. Verspreche ich euch. Aber vielen Dank für deine Antwort, Lester, und ich wünsche dir auf jeden Fall auch bei deinem wirklich harten Job alles, alles Gute. Das Leben ist eines der härtesten. Versteht ihr den Spruch? Wirklich. So, nächster Kommentar. Horrific Developer. Prost. Klasse. Ist ein Entwickler, von dem ich schon Spiele gespielt habe. Er spricht kein Deutsch. Glaube ich. Nee. Wenn mich nicht alles täuscht. Rost. Wunderbar. Kann ich nichts damit anfangen. Nächster Kommentar. Der Wohnte der Truckers. Can you go to Google Maps? Macht keinen Sinn. Und das waren alle Kommentare darauf. Der Piwi hat mir geantwortet auf meinen Video, hat mir eine ausführliche Nachricht zukommen lassen auf Discord und ich habe ihm geschrieben. Er schreibt halt, dass. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz nochmal ganz herzlich beim lieben Piwi für seine Antwort und wünsche ihm auf jeden Fall alles gut und seiner Familie. Auch ihm und seiner Familie geht es nicht so gut und er macht ja Gedanken, dann sage ich, warum? Du tust wirklich schon alles. Er muss sich vorstellen, er geht noch zur Schule. Ich Mitglied als einzigster hier, der liebe Piwi. Er schreibt immer Kommentare. Er gibt mir von seinem Geld, wo er eigentlich viel besser nutzen könnte. Weißt du, für sich als Jugendlicher, wo nicht arbeitet und kann im Prinzip kein eigenes Geld verdienen, macht er schon so, so viel. Das ist der Wahnsinn. Und Piwi, glaub mir, ihr seht ja, das Zeichen für neues Mitglied. Kriegt ihr so einen schönen Rösti hingepappt. Top-Kommentar, einer der Kommentare, die die meisten Herzen von dir erhalten haben. Der Piwi macht alles. Und Piwi, du musst nicht mehr tun. Du tust so viel. Puh. Jetzt hast du mal Pipi in den Augen. Nee, Piwi. Du bist meine Nummer 1 und er ist ein Mitglied. Der Junge ist noch nicht mal 18, versteht ihr? Und geht noch zur Schule. Aber ich find's traurig, dass jetzt nur der Gamers und der Lester auf diesen Vlog einen Kommentar gemacht haben. Er hat auch nicht viele Aufrufe. Und halt der Piwi auf Discord. Alles bin ich traurig. Das macht mich wahnsinnig traurig. Ich bin. Ich weiß, was ich sagen soll. Dieses Leben. Das ist YouTube. Ich habe über 1480 Abonnenten. Und kriege oft. Und viele, die Deutsch sprechen. Sehr, sehr viele. Und nur der Peewee, der Gamers und der Lester haben drauf geantwortet. Das zeigt ein bisschen das Interesse. Naja.
Aber ich bin es gewohnt, mit sowas umzugehen. Naja, was soll's. Ich möchte jetzt den Vlog auch nicht so lange machen. Was ich euch noch ans Herz geben wollte, wenn ihr auch Serien und Filme schaut und eigentlich auch immer darüber auf dem neuesten Stand sein wollt, möchte ich euch in zwei Seiten noch mit auf den Weg geben, wo ich täglich schaue. Und eine Seite, wo ich auch auf YouTube Abonnent bin, schon seit Ewigkeiten, wo richtig informativ ist. Und das ist die Seite von Serienflash. Die möchte ich euch noch ans Herz legen. Wenn ihr wirklich rundum informiert sein wollt. Er hat auch noch einen Kanal mit Filmflash, Screenflash, der liebe Ren, den ich hier schön grüße. Abonniert seinen Kanal. Vor allem, gerade wenn ihr Serienjunkie seid, so wie ich, da könnt ihr euch informieren. Er hat jetzt wieder heute rausgebracht und verlängert. Und ich packe euch auf jeden Fall den Link zur Seite in die Videobeschreibung. Wie ihr seht, neue Serien informiert über die Serien, wo von jedem Sender, von Netflix, von Amazon Prime, von den öffentlich-rechtlichen, von Sky, von allen, alles was kommt, egal, von Disney Plus, von allem. Versteht ihr? Er hat so viel Informatives. Das ist der Hammer. Und heute kam ja sein neues Verlängert raus. Und da hat er zum Beispiel gebracht, jo, wir skippen mal die scheiße Werbung hier. Versteht ihr? Ich krieg keine Werbung. Der liebe Ren. Wieso habe ich jetzt wieder kein Audio? TV? Vollbild? Wo ist mein Audio? Nicht testen. Oh, hier unten. Ihr seht, ich verlinke euch meinen Kanal. Ich lege euch echt Wir ans beginnen Herz. mit Trying, eine Serie, in der es um Wer ist der ein liebe Paar Ren? geht, was herausfindet, dass sie selbst. Und er hat ja zum Beispiel rausgezeigt, hier seht ihr zum Beispiel seine ganzen, das sind die öffentlich-rechtlichen, was mich natürlich ganz besonders freut. Ist zum Beispiel das, wo sind wir denn hier? Bei Netflix. Ihr seht da unten. Das hier, diese Serie, auf die freue ich mich. Fortgesetzt wird. Eine zweite Staffel. Darin geht es um Zweite eine Staffel. Geheimagentin, die Ich zum habe einen hier natürlich schon. versucht, ihre geheime Identität vor ihren Freunden zu verheimlichen, zum anderen natürlich Krisen zu bewältigen, die halt Die internationalen Serie und liebe nationalen ich. Ausmaßes sind. Und dann muss. Und dass Westworld jetzt eine vierte Staffel bestellt hat. Wahnsinn. Da wird es auch weitergehen. Also hammerhart. Wenn ihr wirklich mal immer auf dem Laufenden sein wollt, geht mal auf seine Seite. Und wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Und auch seine anderen Kanäle sind sehr informativ. Das ist echt der Hammer. Aber dass Sky jetzt auch noch eine vierte Staffel von Westworld rausgebracht hat. Und im Juni wird es auf jeden Fall weitergehen mit der deutschen Fassung von Westworld Staffel 3 auf Sky. Wo ich mich auch darüber freue, weil ihr wisst ja, jede Studios waren zu. Und wie gesagt, geht auf seinen Kanal, abonniert ihn. Ich habe ihn abonniert. Oh, ich habe die Glocke gar nicht aktiviert. Olle, was? Ich habe es aktiviert gehabt, aber YouTube macht ab und zu mal wieder hier die Glocke aus. Warum auch immer, scheint irgendwie ein Bug zu sein. Und da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr immer wieder immer auf die Glocke schauen. Ist sie noch aktiviert, damit ihr mal auf dem Laufenden bleibt. Aber ich schaue ihn immer, wenn er Videos rausbringt. Ich schaue alles von ihm und so bin ich immer am besten informiert. Und dann möchte ich euch noch eine Seite im Internet ans Herz legen. Wenn ihr
alles wissen wollt, die schaue ich tagtäglich, dann bin ich immer informiert. Seite schnittberichte.com kann ich wirklich euch nur ans Herz legen. Das sind immer alle Neuheiten hier, wie zum Beispiel Trailer, alle Infos über gekürzte Fassungen, was nicht mehr gekürzt ist, was im Fernsehen gekürzt wird. Die Trailer, die, was hier Doom Patrol startet im Juni 2020 auf HBO Max. Und da wird es mit Sicherheit bei, die läuft glaube ich auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht, oder Amazon. Ich habe die erste Staffel geliebt. Auf Amazon Prime Video, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Doom Patrol, ich liebe diese Staffel. Da freue ich mich schon riesig drauf. Da wird es bei Amazon mit Sicherheit dann auch weitergehen mit der zweiten Staffel. Ha, ich bin so gehypt. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Film-Junkie seid und Serien und alles rundum. Gekürzte Fassungen, Uncut-Fassungen, was auch kommen wird und Chicky-Chicky-Bang-Bang. Und wie gesagt, ihr könnt Trailer sehen, hier, Official Trailer. Ihr seid immer bestens informiert und ich brauche das halt als Film- und Serien-Junkie. Aber das war schon in diesem Vlog. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei A-Games, also beim lieben Gamers und bei Lester und bei Peewee für ihre Antworten. Der Rest hat anscheinend noch nicht nötig gehabt, das Video zu schauen oder keine Zeit, ich weiß nicht, oder auch keine Lust drauf zu antworten oder es interessiert sie nicht. So viel wollte ich euch eigentlich nur sagen. Mal wieder ein Vlog, täglicher Vlog, ist auch nicht schlecht, aber das sollte mal sein. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem großen Kanal. Bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Mitglied seid, einfach nur auf die Matschbirne drücken. Press den Button to subscribe. Ansonsten tut es mir wenigstens einen Gefallen und bleibt gesund. Ihr und eure Familien, eure Liebsten, Freunde, Bekannte und alle anderen. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss und vielen und schicke die Grüße. Eure Rosi Rentner. Thank you. Bye. Good night. See you.